Hallo, Herr Booster draußen und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute ein Server-Updates-Video und Aimaran ist dabei. Hallo. Hallo. Andrew ist ganz auch Owner hier auf diesem Server gamingbookie.de, falls es irgendjemand interessiert. Und wir sehen nur 9 Spieler in der Lobby, beziehungsweise nicht in der Lobby, auf diesem Server hier. Das ist natürlich sehr schade, deswegen brauchen wir euch. Aber wir suchen euch auch nochmal für was ganz anderes. Bombenüberleitung. Nämlich sind Bilder gesucht und eigentlich seht ihr direkt am Spawn hier diese fette Tafel, darauf beziehe ich mich aber jetzt als allererstes. Und zwar wurde ziemlich viel Bug-Using-Dingens, wie man das auch immer nennen möchte, auf jeden Fall gab es einige Bugs, so dass sich Leute wirklich sehr viele Items gescheatet haben quasi. Deswegen komplettes Reset von allen Items. Die Map ist noch die gleiche, allerdings wurde ich auch auf Status 0 zurückgesetzt quasi. Bedeutet, es gibt keine Basics mehr oder sowas. Was ist die Mehrzahl von Base? Base. Base? Base? Naja, egal. Bases. Okay. Bestimmt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, es wurde alles zurückgesetzt. Ihr könnt quasi von null anfangen. Deswegen haben auch einige noch nicht so viele. Das macht auf jeden Fall wieder ultra Spaß, hier zu farmen. Also euch wirklich kann man das nur empfehlen, hier mal wieder raufzukommen. Aber jetzt, der Grund, warum wir das Video eigentlich machen, ist, dass wir ein Build-Event gemacht haben, weil es wird bald ziemlich viele Veränderungen auf dem Server geben. Dazu möchte ich aber noch nichts genaueres sagen. Und dazu wird auch nichts gesagt. Also das bleibt noch alles schön geheim. Ihr habt bis zum 7.9. um 20 Uhr Zeit, auf diesen Server zu gehen und was Tolles für uns zu bauen. Ihr müsst einfach nur hier rauf joinen und dann könnt ihr Game Mode euch geben mit /GM1 und dann seht ihr hier schon eine Wand, wo ein paar Infos stehen. Hier auch noch eine Wand, wo ein paar Infos stehen. Einfach mal durchlesen und dann könnt ihr mit den Comments, die auf dieser Wand stehen, die ich mir selber noch nicht durchgelesen habe, zum Beispiel hier mit /PAuto/, damit bekommt ihr ein Plot. Ein GS. Genau. Mit Plot. Also P-Add oder auch Plot-Add könnt ihr einen Freund hinzufügen oder Remove könnt ihr, ich weiß gar nicht, was ist Remove. Entweder löscht ihr euer Grundstück damit oder ihr entfernt einen Freund. Nee, ich glaube, man löscht alles, was drauf ist oder so. Okay, dann so. Auf jeden Fall, seht ihr schon, einige Leute bauen hier wirklich sehr, sehr fleißig. Hier zum Beispiel Sephiroth. Hallo Sephiroth, sieht gut aus von dir. Und hier ist noch so das ein oder andere recht interessante Bauwerk und vielleicht kommen ja noch ein paar dazu, vielleicht auch von dir, der das Video gerade schaut und mit freiem Oberkörper gerade vor seinem PC sitzt und sich eventuell, nein, das sage ich jetzt nicht, und dann war es von diesem Video. Aimaran, möchtest du noch was sagen? Dein Redeanteil war heute gigantisch. Glück. Ja, ich hoffe, ihr schaut vorbei. Und ja. Dann war's das. Bis dann. Tschüss.